meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen, wir nennen es mal Let's Test. Weil, ich dachte mir, ich guck mir mal mit euch ein paar kleine süße Spielchen an, die mir so über den Weg gelaufen sind. Und dementsprechend habe ich mir jetzt mal unseren Little Big Workshop rausgesucht, weil ich im Moment ja wirklich so ein bisschen so Strategiespiele mag und so, und dachte mir, wir können da mal reinschauen, was das Spiel kann. So, lange Rede, kurzer Sinn, wir drücken mal einen Knopf und starten ein neues Spiel. So, der Fabrikname ist natürlich... Charlie. So, starten wir mal. Und dann schauen wir mal, was wir hier so tun müssen. Erstmal eine Taste drücken. So, und da wären wir schon irgendwie ins Geschehen reingeworfen. Little Big, weil wir sind kleine Menschen auf einem Schreibtisch. So, hier kann ich die Kamera bewegen, links, rechts. Da stellt das Telefon. Zum Ereignis gehen. Okay, hallo. Ich habe gerade einen neuen Laden in der Nähe deiner Fabrik aufgemacht. Und da wir beide neu sind, können wir einander vielleicht behilflich sein. Kauf dir eine Werkbank. Ich rufe später wieder an. Okay. Machen wir mal. So, kaufe deinen ersten Arbeitsplatz im Shop. Das machen wir. Wir gucken mal. Da ist der Shop. Und Montagestation. Tischlerstation. Die könnten wir kaufen. Meint er das? Meint er die Tischlerstation? Irgendwo muss man ja anfangen, am besten mit der Arbeit. Oh, komm, dann nehmen wir die. Wir müssen wieder in unserer Fabrik zurück hier. So, wo stellen wir die denn mal hin? Kann man die hinterher nochmal umstellen? Lege fest, wo du die Arbeitsplätze hinstellen willst. Also da kommt man ja rein, ne? Hier ist der Eingangsbereich. Dann machen wir das mal hier hinten. So. So, entscheide dich, wo du das gewählte Objekt platzieren möchtest. Hab ich. Aber hab ich. Das ist doch schon da. Deine Arbeitsplätze legen fest, was du produzieren möchtest. Ja, aber ich hab doch... Bestellmenü öffnen. Ach so, ich muss das als alles festlegen und dann wird das aufgebaut. Okay. Liefern an Alpha? Ja, bestimmt. Nimm die Bestellung an, um deinen neuen Arbeitsplatz geliefert zu bekommen. Machen wir mal. Es dauert eine Weile, bis bestellte Arbeitsplätze geliefert und installiert werden. Okay, das dauert also. Da kommt er aber schon. Guten Tag. Da ist unser Paket. Müssen wir es annehmen? Nee, der trägt es direkt rein. Nein, er schmeißt es rein. Aha. Dankeschön.
So, installiert ihr das jetzt oder muss ich euch das noch sagen? Nee, er macht es. Okay, okay. Sehr schön. Und da schellt schon wieder das Telefon. Gehen wir mal ran. Hallo, wie ich sehe, hast du eine Werkbank. Ich habe nur noch wenige Gartenzwerge auf Lager. Kannst du mir ein paar machen? Aber sicher doch. Sicher doch. Drei Gartenzwerge wollen wir machen. So, Auftragsmenü müssen wir öffnen. Projektplan. Plane, wie deine Fabrik dieses Produkt herstellen soll. Dann planen wir mal. Dies ist der Planungsmodus. Hier kannst du entscheiden, wie deine Produkte hergestellt werden. Okay. Okay. Achso, drückt halten. Eckige Knoten sind Produkte oder Teile. Das kann alles sein. Von kleinen Holzbrettern bis hin zu komplexen Unterbaugruppen. Ach du heilige Scheiße, das ist ja richtig komplex, das Spiel. Meine Güte. Runde Knoten sind Aktionen. Sie werden von deinen Arbeitern an verschiedenen Arbeitsplätzen ausgeführt. Dies ist das nach deinem Plan entstehende Endprodukt. Okay. Knotenpunkt navigieren. Okay, zum Ausführen von Aktionsknoten wird ein Arbeitsplatz benötigt. Aktion mit Arbeitsplatz verbinden. Okay. Damit wird das jetzt produziert. 2 Stunden zur Entwurfsoberfläche wechseln. Bündel, Menge. Ah. Wow, das ist ja richtig komplex, das Spiel. Ist ja Wahnsinn. Arbeitszeit NA, Aktion 3, lieferbar 3. Material kostet 18 Euro, Bezahlung 3.950, Profit 32. Okay, Bündel. Keine Ahnung, was das ist. Menge automatisch im Papier, beginnen mit dem Plan. Okay. Die benötigten Materialien sind auf dem Weg. Ach so, die werden auch erst noch geliefert. Müssen wir noch ein Lager haben? Für Materialien und so? Weise deine Materialien eine Lagerfläche zu. Alles klar. Das ist es, was ich gerade gefragt habe. Wo muss ich das? Kann ich das hier draußen? Oder muss ich das drin machen? Oder kann ich die hier draußen? Nein, hier drin, draußen geht nicht, glaube ich. Da. Wir lagern mal hier. Sieh dir den Fortschritt hier an. Okay. Oh, das geht aber schnell. Das geht doch relativ schnell. Ach, vorspulen kann ich auch. Aha, erfülle den Auftrag und liefere die Produkte. Okay. Einen haben wir schon fertig. Ah, wir brauchen die. Ah, wir brauchen relativ viel Lagerfläche dann. Weil wir ja fürs Material und für die Fertigen brauchen wir die Fläche. Oh, okay. Liefere deine fertigen Produkte. Ich dachte, das wäre okay. Machen die automatisch. Naja, gut. Dann liefern wir mal. Der Kunde holt die Produkte ab. So, alles schön verpacken da. Tschüss. Schau dir in der Wirtschaftszusammenfassung deinen Verdienst an. Machen wir. So, nach dieser Einführung berechnen wir dir die Mitarbeiter ihre Zeit. Verstanden. Okay, ja klar, die brauchen ja auch Geld. So, ungefähre Summe. Dann haben wir ungefertigte Materialkosten minus 18. Ungefähre Bezahlung 3,1. Aktuelle Arbeiter heute 0. Miete nix. Neues Inventar hatten wir. Bezahlungen erhalten haben wir. Okay. Und wo ist jetzt das Geld für die Mitarbeiter? Erzfeind. Ach du heilige Scheiße. Kundenbeziehungen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und Meilensteine. Mhm, mhm, mhm.
Und wieso haben wir nur ein E oder ist E gut? War E gut? Ja, ich komme ja schon. Ja, da bin ich wieder. Die Zwerge verkaufen sich super und ich möchte mehr davon kaufen. Kannst du mir Regale dafür bauen? Regale möchte er haben. Okay, Auftragsmenü. Dann planen wir das mal. Eigenschaften legen die Produktqualität fest. Auch noch. Alter Falter, ist das komplex, Leute. So, dieser Auftrag hat Eigenschaftsanforderungen. Eigenschaften hängen von den verwendeten Teilen und Materialien ab. Okay. Optionen mit einem roten Hintergrund kannst du mit deiner Fabrik aktuell nicht auswählen. Triff im Plan eine andere Entscheidung oder wähle etwas mit neutralem Hintergrund aus. Aha. Ach so, das ist der A, okay. C, D. Also C können wir nicht machen, wir können nur D machen, weil das ist noch rot. Aber aus welchem Grund ist denn das rot? Das habe ich nicht verstanden. Gut, nehmen wir das. Wähle das Material für dieses Produkt aus. Okay, das ist gesperrt. Wir können eigentlich nur zwischen den beiden. Wir nehmen aber mal das hier, dunkles Holz, weil das ist ein bisschen teurer. Also gehe ich davon aus, es ist ein bisschen hochwertiger. Verbinde alle Aktionen mit Arbeitsplätzen. Wechsle dann zum Panel und führe den Plan aus. Alles klar. So, hier ist das Rohholz. Das hatten wir ja schon festgelegt, dass wir das nehmen. Also oben ist der Gesamtplan, so wie ich das verstehe. Ach so, da haben wir keinen Arbeitsplatz für. Kaufe einen Arbeitsplatz, der das kann. Der das verbinden kann wahrscheinlich, ja? Das können wir alles an der Werkbank machen. So. Was war das? Ja. Ah, okay. Montagestab. Ach so, ja, wir müssen das dann zusammenbauen, okay. Dann stellen wir den mal... Ja, am besten, und das ist natürlich jetzt blöd, die Ecke ist so ein bisschen ineffektiv dann. Stellen es mal hier hin, weil ich weiß nicht, ob wir noch... ja, oder hier. Weil den Platz davor brauchen wir ja auch. Komm, wir machen das mal so in U-Form hier so. Hallo? Da. Okay. Bestellen wir. So, dann muss das kommen und installiert werden. So, und schon haben wir den Zusammenbastelapparat. So, jetzt gehen wir nochmal hier auf unseren Planungsmodus. Und dann können wir hier das da auch zuweisen. So, wir haben wir sind produktionsbereit. Alles klar, gut. Dann 5 Stück machen wir. Projekt starten. Material wird Gott sei Dank von alleine bestellt. Also es, durch den Plan haben wir das. Einer deiner Arbeiter ist vor Erschöpfung zusammengebrochen. Ach du Heilige. Deine Mitarbeiter erholen sich schneller, wenn du einen Pausenraum einrichtest. Ach so. Wollen die auch noch Pause machen? Können sich doch draußen ein rauchen gehen, Mann. Pausenpunktkapazität. Ach so, hier ist nur ein Coffeemaker. Ja, mehr können wir ja gar nicht machen, ne? Okay, dann haben wir hier die Arbeit. Dann machen wir hier den Pausenraum rein, hä? Oder? Ja, kommt so.
Machen wir da so. Einer reicht, oder? Einer reicht. So, bestellen, liefern lassen. Dann kann der gleich ein Käffchen trinken und dann geht das wieder. Dann kann der wieder, Leute. Käffchen geht immer und dann... Platziere mehr Gegenstände in dem Pausenraum. Ja, würde ich ja gern. So weit sind wir noch nicht. Hört ihr das eigentlich oder ist das zu leise? Ich mach mal einen Tacken lauter. So. Damit ihr auch was von dem Sägen und so habt. So. Der Pausenraum ist auch noch nicht geliefert worden. Ich guck mal eben. Können wir da Shop? Ach da, guckte mal. Guckte mal. Ventrotron. Radio, Schachspiel. Ach, ein Kühlschrank, wie geil. Fernseher. Haben wir hier Pausentisch. Videospiel brauchen wir. Okay, wir nehmen erstmal hier so einen Tisch. Da können sich dann mal dran setzen. Kommt in die Mitte. So, dann muss ich eigentlich immer hier so rein. Dann hier so eine Spielstation natürlich. Kann hier hin oder ja, komm, können hier direkt zocken. Ah, okay, ich kann sofort zurück zum Shop. Alles klar. Okay, mehr können wir nicht. Dann haben wir ja schon ein paar Sachen. Müssen natürlich auch erst noch geliefert werden. Muss ich die auch füllen? Bewegen. Achso, da kann ich... Ah, okay. Ey, Junge, hol dir mal Kaffee. Junge. Erfülle alles. Ja, ich möchte alles erfüllen. Aber der Junge kann sich doch jetzt erstmal hier gegen Pausenraum, Kollege. Brauchst du nicht liegen bleiben. Ich hab dir extra da im Pausenraum gemacht. Alter, steh auf. Jetzt muss ja einer alles machen. So eine Kacke. Oder muss ich die in Pause schicken? Oder gehen die, wissen die selbstständig, dass sie Pause machen müssen? Guck mal, Vater arbeitet und Sohnemann schläft. Logisch. Der ist gut dabei. Können wir auch die Werte von denen sehen hier? Nicht. Guck dir das an, wie fleißig der ist. Holt sich schon wieder das nächste. Wie geil ist das denn? Sohnemann, genug geschlafen jetzt. Jetzt haben sie alles im Pausenraum und der pennt immer noch da hinter seinem Vater auf dem Boden. Sowas. Wir können mal ein bisschen schneller stellen, glaube ich. So, tak, tak. Guck dir das an, wie fleißig der ist. Stunde um Stunde macht er den Auftrag. Ah, jetzt ist Sohnemann auch aufgewacht. Und steht da. Der macht nichts. Der macht einfach nichts. Jetzt hat er gepennt und macht nichts. Ah, jetzt. Jetzt, glaube ich, jetzt sieht so ein bisschen nach Arbeit aus. Ja. Überheb dich nicht. Nicht, dass du gleich sofort wieder schlafen musst.
fauler Sack, echt. So ein fauler Sack. Ja, mach. Nicht einfach nur da... Hallo? Liegt der jetzt einfach nur dahin? Ah, jetzt liest er erstmal Zeitung. Du sollst das da fertig machen. Nimm dir mal ein Beispiel hier an dem Vater. Hat der nicht die Qualifikation dafür oder was? Na komm, dann mach mal ein bisschen schneller. Dann kann ich den auch entlassen, wenn er eh nichts macht. Oh, jetzt macht er wieder Pause. Jetzt guckt euch das an. Ah! Oho! Ach, jetzt! Jetzt hat er gemerkt, er muss auch mal was bauen. Oder wie? Oder hat er die Teile dazu noch nicht gehabt? Dann nehme ich alles zurück. Ah, okay, der muss die beiden Teile, Opat, hat nacheinander gefertigt und deshalb konnte er nicht. Alles klar, okay, ich nehme alles zurück.